In den letzten zwei Tagen halb meine Nase da. Und sie ist ganz rot. Newsflash! Strebe. Hallo miteinander. Meine Nase bis, wenn wir jetzt Ferien haben. Und wenn wir jetzt Ferien haben, machen wir Videos. Und dass wir Ferien haben, bedeutet, dass wir das erste Semester bestanden haben. Genau, wir haben ein halbes Jahr Schule überlebt und wir haben dafür Papier bekommen, was immer toll ist. Und ehrlich gesagt, ich bin glaube noch nie so ein Streber gewesen wie das Semester. Ich bin schon immer so ein Streber gewesen wie das Semester. Wenn ihr genauer anschaut, dann seht ihr nämlich alles eins. Und es ist nicht so, dass das schon alles von unserem Strebertum war, sondern man hat auch noch 100% Anwesenheitspflicht. 100% anwesend? Nicht Pflicht. Also sorry. Pflicht haben wir 90%, aber wir sind 100% Anwesenheit gewesen. Und darum haben wir hier ein Anwesenpapier von unserem Anwesen bekommen. Und dazu jeweils 2000 Yen, also etwa 20 Franken. Also 40 insgesamt für Inconvenience Stores. Zwei. Genau. Unseren Test haben wir auch mit heine. Ja, sehr interessant. Meine wunderschöne Schrift, schaut an. Und das rote Kreisli heisst nicht, dass es falsch ist, sondern richtig. Und der Höckli bedeutet, dass es falsch ist. Ich merke auch nicht, dass wir sind durchgefallen. Ich denke, ich habe insgesamt 95 von 100 Fehlern gemacht. Nach den Ferien bekommen wir neue Klasse. Und weil Janine in ihrer Standortbestimmung fast so gut abgeschnitten hat wie ich, was eine Schande ist für mich. Nein, das stimmt nicht. Sie ist echt sehr gut. Und darum hat sie eine sehr gute Standortbestimmung gemacht. Und darum kann es gut sein, dass wir nächstes Jahr in die gleiche Klasse kommen, zum Schrecken von allen Lehrern. Allerdings wissen sie das erst am Anfang des nächsten Semesters und das wird am 10. oder 11. Oktober sein. Bis dann haben wir Ferien. Wir haben bis jetzt immer die benutzt und die reichen jetzt aber nicht mehr. Weil erstens ist es mega langsam, um etwas zu finden, Rabbelipap. Und zweitens ist es mega dreckig. Und drittens ist es nicht vollständig genug. Wenn man zum Beispiel Wörter nachschaut, wie Kapillarfranzulationen, dann finden wir die da nicht. Und darum haben wir uns bei Amazon kleine elektronische Geräte gekauft, weil wir im Unterricht unsere Handys nicht benutzen dürfen, obwohl es dort ja tolle Diktionärs drauf hat. Wir haben jetzt extra für viel Geld so ein Ding kaufen. Und das packen wir jetzt aus. Auf Befehl von unseren Lehrern. Auf Befehl von unseren Lehrerinnen. Unboxing online. Jetzt schauen. Wir schreiben auch eine Review über die Sachen. Das werden wir nicht machen. Ich sage das nur so auf YouTube. Also, wir packen jetzt aus, dass wir ein bisschen an unserem Leben teilhaben können. Mega und spannend. Sorry. So viel auch auspacken. Nein, das ist mies. Also, es hat einen Lieferschein dabei. Den könnt ihr hier ersteigern auf eBay für 300 Franken. Das ist ein original japanischer Lieferschein. Brain, wie wir selber keins haben. Yeah. Und so sieht es aus. Und wieder packen wir es jetzt nicht aus. Nein, ich weiß nicht. Was? Ich will helfen zu, wenn wir unsere Dokumente hier auf den Toaster. Nicht auf den Toaster. Sie legt immer alles auf den Toaster und dann wird es heiß. Oh, ein Ladekabel. Ich sehe gerade doppelt so intelligent aus. Ich finde, wenn man die Augen nicht will sehen, wird es dreifach so intelligent sein. Siehst du Infinity? Infinity! Die Ferien haben wir noch vor. Das Wochenende gehen wir in die Nähe von Mount Fuji mit der Gemeinde zusammen. Irgendwie gehen da alle, wenn sie weggehen für zwei Tage, gehen sie in die Nähe von Mount Fuji. Ich glaube, dort hat es irgendwie gratis Bier oder so. Dann haben wir auch vor, wenn ja langsam die Zeit nach der Schule kommt. Und wir haben jetzt vor, wir sind viel am Beten, wir sind auch viel am Fragen, Gott, wie wir das machen sollen. Und wir werden auch jetzt Kontakt aufnehmen mit verschiedenen Leuten. Allerdings haben wir sehr viel Kontakt, wo möglich wäre und sehr viele Möglichkeiten, wie wir können zum Beispiel zu einem Visa kommen. Wir waren eigentlich mit anderen Leuten da und auch mit, wie soll ich sagen, mit unseren Unterstützer und Unterstützerinnen daheim rufen und schauen, was möglich ist, was Gott will, dass wir machen, um da bleiben. Oder Gott will, dass wir haben. Und wir hoffen, dass die Frage in den Herbstferien beantwortet werden. Das wäre super. Thank you.
サンドロさんとサジンさんと2人もすごいています。とても楽しい学生です。これからも2人と1人に頑張っていきたいです。どうもありがとう。ありがとうございました。いいご相談です。はい、いいですよ。どのくらいの方が好きですか？聞きなくてもいいです。皆さんこんにちは。皆さんは日本のフジロックフェスティバルを知っていますか？